virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Ich möchte euch kurz ein Spiel vorstellen, was sich Frosty nennt, mit VR geschrieben. Und das ist vom Entwickler Tommy Horst, das ist ein deutscher Entwickler. Der hat auch schon Hoverboard entwickelt und dieses Game kann ich euch gerne mal unten in die Beschreibung verlinken und in die Infobox. Könnt ihr euch auch gerne mal anschauen. Und ja, das Game, was wir hier jetzt spielen, kostet aktuell im Rabatt, ich glaube 10% Rabatt hat es, 9,43 Euro. Und ja, wir spielen einen kleinen Schneemann. Und ihr seht jetzt gerade die Zuschauerperspektive. Vielleicht schalte ich auch gleich mal um, wenn es gut klappt. Dann seht ihr mal beide Perspektiven. Ich spiele mit der DPVR E4 VR-Brille. Ist ein PC-VR-Headset. Und ja, das möchte ich mal testen. Das, was ihr jetzt hier hört, ist auch von dem internen Mikro. Dann hat man so ein bisschen Vorstellung. Funktioniert auf jeden Fall schon mal besser als mit der Quest 3, muss man sagen. Ja, ich spiele jetzt hier schon im Level 2-2. Ich möchte euch nicht, sage ich mal, direkt von Anfang an. Es fängt sehr, sehr langsam an und hier sehen wir schon mal ein bisschen mehr. Dann braucht er nicht den langweiligen Kram sehen. Also, wir müssen den kleinen Kerl hier, der aus einem Traum erwacht ist, weil es zu warm geworden ist, kühl halten und durch ein Labyrinth führen. Und das Ganze funktioniert so marionettenartig. Also, wir haben hier den kleinen Kerl, können wir so hoch mit der Hand hochheben oder springen lassen. Und dann können wir den, wenn wir die A-Taste halten, können wir den so bewegen und müssen den so hier immer durch das Dings führen, durch das Labyrinth oder durch den Parcours. Ist eine Art Jump'n'Run, aber mit einzigartiger Steuerung. So, was wir jetzt gerade aufgehoben haben, war ein Power-Up. Wir haben jetzt Schneebälle zur Verfügung. Die können wir jetzt auf diese Feuer schießen. Und die gehen dann aus. Wir haben hier eine, wir haben am Handgelenk, das seht ihr jetzt gerade nicht, haben wir eine Kälteanzeige. Die darf nicht auf Rot gehen, sonst ist der kleine Kerl hier kaputt. Und wir müssen von neu anfangen. So. So, jetzt fahren wir mal den Parcours hier. Oh, der schießt sogar. So. Und Ziel ist es, diese Schneeflocken hier einzusammeln. Wir müssen genug Schneeflocken sammeln, um am Ende in dieses Tor zu kommen. So, jetzt gehe ich mal weiter. Am Anfang ist das Level noch voller Schnee und dann wird es halt immer weniger. Und deshalb müssen wir den kleinen Kerl hier relativ schnell. So, jetzt haben wir den noch ausbekommen. Hui. So, jetzt müssen wir mal warten, ob wir. Ja, das schaffen wir, oder? Ja. Hui. Der kleine Frosty, der sieht auch süß aus, bewegt auch die Augen sogar. Du kannst deine Größe anpassen, öffne das Menü. Oh nein! Okay, jetzt müssen wir nochmal. So, kleiner Frosty. So, jetzt habe ich die A-Taste auch losgelassen und so bewegt er sich nur. Ich könnte jetzt springen, aber der bewegt sich nicht nach vorne. So. So, jetzt habe ich die B-Taste gedrückt und habe das Menü geöffnet. Und hier haben wir das Menü. Wir können hier die Sprache einstellen. Und dann die Grafik. Ich habe auf voll Cool Graphics. Ist auch nicht schlecht. So, Cool Graphics machen wir an. Dann haben wir hier Vignette. Möchte ich nicht. Könnt ihr euch einschalten, wenn ihr wollt. Wenn ihr an Motion Sickness leidet, ist es ganz sinnvoll. Hier die Musiklautstärke. Dann Smooth Turning. Habt ihr auch Snap-Turning oder Turning-Off. Ich lasse Smooth-Turning. Dann habt ihr hier die Spielerhöhe. Und so ist die Kamera. Jetzt schaue ich mal ganz kurz. Okay, ihr habt jetzt wirklich meine Sicht auch. Jetzt zeige ich euch das Ganze nochmal. Aber wie gesagt, ich finde das interessanter mit der Zuschauerkamera. Schalten wir auch gleich dann wieder ein. So, jetzt machen wir den Parcours nochmal ganz kurz. Hui.
Also ich glaube, es könnte für mich so eine Art Hassspiel werden. Ich mag keine, ja, ich bin kein großer Fan von Jump'n'Run und wenn ich dann immer an einer Stelle abstürze, werde ich so ein bisschen zum Rage-Quitter auch. So. Die Bösen. So, wir mit der Handhöhe können wir auch gucken, wie tief oder wie hoch der die Bälle werfen soll, die Schneebälle. So, jetzt haben wir wieder. Oh Gott. Und da seht ihr das Tor und wenn das auf Minus steht, habt ihr noch nicht genug gesammelt. Und dann ist das auch rot, das Tor, dann steht da Minus 1, Minus 2. Das heißt, ihr müsst noch Schneeflocken sammeln. Aber jetzt muss ich hier komplett wieder hoch, ne? Ah, guck mal. Hätte ich auch eben machen können. Ui. So, durch sind wir. Yes. Ah, guck mal. Wo sind all die Bäume hin? Weiß ich nicht. So, jetzt machen wir das Level noch mit normaler Kamera und dann schalte ich wieder auf Zuschauerkamera. Na komm, kleiner Frosty. So, da seht ihr auch die Temperaturanzeige, die ist jetzt komplett blau. Mal schauen, wie wir da hinten rüberkommen. Man kann sich auch schneller bewegen, indem man Thumbstick, also beide Thumbsticks benutzt. Na, guck mal. Okay, funktioniert das nicht? So, komm, komm. Okay, keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Lassen wir erstmal, wir haben ja eigentlich auch genug gesammelt. Da hinten ist aber noch was, das könnten wir uns holen. Eventuell. Nee, so kommt der ja gar nicht. Okay. Das könnten wir aber noch machen. Okay, das verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber gehen wir mal weiter. Und jetzt schalte ich aber auch auf Zuschauerkamera wieder zurück. So, mal ganz kurz schauen. Okay, ihr habt die Zuschauerkamera wieder. Das macht irgendwie für mich aktuell mehr Sinn. So. Können wir auch die Kisten zerstören? Ach, guck mal hier. Oh, jetzt bin ich gestorben, weil da eine Explosion gab mit der Kiste. Das ist schon ein bisschen größer, das Level hier. Du kannst deine Größe anpassen. Ja, haben wir doch alles schon. Haben wir doch alles schon gemacht. Da gibt es auch wieder was. Wir gehen aber einfach mal geradeaus. Da ist auch das Tor. Okay, man muss bei den Kisten immer aufpassen. Nein, jetzt bin ich abgeschmiert. So. Komm, kleiner Frosty. Definitiv was für Jump'n'Run-Fans. Hier. Gehen wir ganz schnell durch hier. So. Oje. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, ich hätte irgendwas von 120 Level gesehen. Genau, 121 Level haben wir hier.
So, den haben wir. Dann werden die so ein bisschen blau, bläulich. Okay, bin ich das jetzt schuld gewesen? Kann sein, dass das mit der Spielerhürde nicht passt. Oh. Okay, ich stelle mal ganz kurz die Spielerhöhe ganz hoch. So, da glaube ich nicht, dass daran liegt. Vielleicht haben wir auch einen kleinen Bug gefunden, wer weiß. Ist ja heute Release-Tag. Okay, das funktioniert nicht. Dann gehen wir hier lang. Okay, da muss man die erstmal runter machen. Genau so. Oh. Okay, nicht so einfach. Ah, das sind die Sachen, die ich meine. Da bin ich echt nicht für gemacht, für sowas. Ja, das haben wir doch. So, da hinten seht ihr jetzt nicht, das Tor ist noch rot, das heißt, wir müssen noch diese Schneeflocken sammeln. Okay, da muss man wirklich von da nach da springen, vermute ich mal. Also gehen wir nochmal auf das andere zurück. So, jetzt probieren wir es mal. Nee. Okay, weiter. Weil da ist ja auch noch was wir uns holen können. Okay, blub. Da war er weg. Also diese Wassersachen verstehe ich nicht so ganz. Da ist aber noch eins. Jetzt haben wir genug gesammelt. Tor ist blau. Wir können jetzt noch sammeln gehen, aber wir gehen einfach mal weiter. Lauf, Frosty, lauf! in die sichere Hütte. Guck mal, der nimmt den Schnee auch auf. Warum geht er jetzt nicht hier rein? So, jetzt ist er drin. Warum seid ihr eingesperrt? Fragt man sich manchmal, ne? Oh! Okay. Die sind böse. Ups. So, mal ganz kurz. Mir ist der Kopfhörer rausgegangen. So. Na. So, da hätten wir einen kleinen Sprungparcours. Grafik ist auch ganz nett gemacht, finde ich, niedlich. Muss ja nicht immer die High-End-Grafik sein. Oh. Ja, der Sebastian mag keinen Jump'n'Run. So. Perfekt. Mal schauen, wo noch einer ist.
Können wir auf jeden Fall da hinten weitergehen. An den Kühen vorbei. Können wir die auch. Oh, der schießt jetzt schon. Die sind aber gemein, du. So, da wären wir jetzt wieder am Ziel. Ganz kurz nochmal umdrehen. Denn hier? Von hier? Ne. Von hier vielleicht? Ja. Okay, den haben wir uns geholt. Dann gehen wir mal weiter. Hui. Hopp, weg ist er. Das ist nicht cool. Ja, der Planet wird immer weiter abgeholzt. Das ist leider die traurige Wahrheit. Bäume pflanzen braucht man ja nicht. Oh. Das ist aber böse. Das Bergwerk. Vorsicht, der Boden ist heiß. Oh. Das ist auch mal ein cooles Level. Ja, dann verlieren wir direkt Energie. Oh, jetzt müssen wir gleich aber. Puiuiui. Lauf, Frosty! Ah, guck mal. Wenn wir leicht rot sind von der Energie her, können wir uns hier wieder Energie holen. Auch nicht verkehrt zu wissen. Das müssten wir einmal drauf. Also wenn wir einmal runterfallen, ist wahrscheinlich vorbei. Die Übersicht verloren. So, und rein mit dir. So, ich halte jetzt noch mal ganz kurz um. Zuschauer aktiviert. So, das ist die Sicht, die ich jetzt sehe. Und ja, wenn wir uns mal überlegen, wir haben hier jetzt noch einige Level. Und die sind echt cool designt, finde ich. So eine kleine Westernstadt. Ein Ölturm da hinten und ja, da hinten sind Pistolen oder wir gucken uns jetzt mal kurz die Gegner an. Ja. Ja, und nicht verkehrt. Also, wir haben hier ein echt süßes Jump'n'Run-Game, wer auf Jump'n'Run steht und ja, mit einer einzigartigen Steuerung, der wird hier mit Sicherheit Spaß haben, denke ich mal. Für mich hätte ich jetzt noch gerne zusätzlich, ich weiß nicht, wie viel Arbeit da drin steckt oder drinstecken würde, wenn man optional auf normale Steuerung umstellen könnte, dass man per Tasten einfach springt und nicht so. Also diese Steuerung ist cool, aber vielleicht wäre es eine Möglichkeit, das auch nochmal ja, per normaler Steuerung umzusetzen, dass man hier im Menü reingeht und die Steuerung bestimmt einfach. Würde ich nicht schlecht finden, aber wie gesagt, ich bin kein Programmierer, von daher weiß ich nicht, wie viel Arbeit da drin steckt. Ja, Leute,
Also, erstmal mein erster Test mit der DPVR E4. Ich finde es echt gut. Bisher kann ich nicht meckern, besonders bei so einem Spiel, wo ich mich nicht großartig bewegen muss. Kann ich aktuell auch sowieso nicht wegen meiner Bandscheibe. Ist immer noch sehr akut. Und also Ton ist gut, das Mikrofon hört ihr ja selber. Bild ist vollkommen in Ordnung. Ich kann jetzt nicht meckern. Sweet Spot könnte ein bisschen besser sein. Also der ist nicht so groß, wie man sich das erhofft. Aber ansonsten finde ich erstmal vollkommen in Ordnung für den ersten Test. Ja, Leute, wenn euch Frosty gefallen hat, gerne das Spiel jetzt kaufen. Ich werde es unten rein verlinken in die Beschreibung. Und ja, kostet 9,43 Euro. Ich denke mal, man hat ja einige Stunden Spielspaß, wenn ich mal sehe, wie viel Level es gibt. Und ja, ich bin ja auch in Schnelllauf durchgegangen. Man kann ja auch sagen, ich will jede Schneeflocke haben, ne? Okay, Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, gerne Like raus, Abo-Button nicht vergessen. Und ja, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.